Herzlich willkommen zu einem neuen Video von Simple Life Stories. Mein Name ist Monja und in diesem Video möchte ich dir zeigen, wie du diese Fall-To-Do-Liste selber malst. Und dafür brauchst du, wie immer, erst einmal dein Bullet Journal. Dann ein Geodreieck, einen weißen Edding, den Micron Fineliner, ein schwarzes Washi-Tape und Zebra Maltliner Stifte. Ja, und wenn du alles zusammen hast, dann können wir auch schon loslegen. Ja, da auf der rechten Seite noch eine Leseliste ihren Platz finden soll, fange ich jetzt hier auf der linken Seite an und schreibe einfach mal in diesem Kalligraphiestil Fall und dann eben To Do. Und du siehst schon, ich mache das ganz unterschiedlich. Einmal das Fall und dann das To Do darunter und umrande das einfach mit dem Micron Fineliner. Und dazu kommen jetzt hier noch so ein paar Doodles hin, also ein paar Blätter. Wenn wir eben gerade nicht Herbst haben, sondern Sommer, dann schreibst du eben Summer To Do und malst ein paar, naja, keine Ahnung, Quietscheenten für den Swimmingpool oder so. Also da bist du natürlich völlig frei in der Gestaltung. Und hier auf die linke Seite, da male ich jetzt einen Kürbis in dieses Kästchen. Und dahinter kommen noch ein paar farbige Streifen, einfach, ja, damit das Ganze schön aussieht. Ich male ja jetzt hier den Kürbis rein, aber auch hier bietet es sich natürlich an, das Ganze an die Jahreszeit anzupassen. Ne? Du kannst natürlich auch ganz andere Sachen da reinmalen, eben Sommer, Herbst, Winter, Frühling, was auch immer. Kannst du dann hier von einer Schneeflocke bis hin zu, naja, vielleicht einem, ja, Ball, einem Schwimmball, alles reinpacken, was dein Herz begehrt und was eben auch zur Jahreszeit passt. Ja, jetzt kommt endlich auch mein schwarzes Washi-Tape zum Einsatz und ich nehme das hier wirklich super gerne, einfach aus dem Grund, weil ich es wieder abziehen kann, wenn denn irgendwas daneben gegangen ist. Also Washi-Tape lässt sich ja immer rückstandsfrei wieder ablösen und das finde ich in diesem Fall richtig klasse. Also kann ich das Ganze jetzt einteilen, ja, in die To-Do-Liste für die Dinge, die ich für die Arbeit machen muss und die ich privat machen muss. Und dann kann ich mit einem weißen Edding eine Überschrift da reinschreiben. Thank you.
Ja, und jetzt beginnt auch schon der schöne Teil eines jeden Spreads, finde ich zumindest. Also, alles wird farbig. Ich habe hier so ein paar Herbstfarben ausgewählt und mit denen gestalte ich jetzt einmal den Hintergrund und dann natürlich noch den Kürbis und die Blätter, die hier so rumfliegen. Ja, mal schauen, wie das dann aussieht. Wie immer findest du natürlich diese Fall-To-Do-Liste auch in unserem Shop. Dort kannst du die herunterladen, ausdrucken und in dein Bullet Journal übertragen oder eben einfach auch einkleben. Wenn du mal keine Zeit oder Lust hast zum selber dekorieren, dann ist das eine Alternative. Natürlich kannst du die dann immer noch ja farbig gestalten, ne? Also das nehmen wir dir nicht ab, aber ansonsten ist schon alles für dich erledigt. Ja, ich hoffe, dir hat das Video gefallen und wenn dem so ist, dann freue ich mich über einen Daumen nach oben. Vielleicht auch abonnierst du unseren Kanal und klickst die kleine Glocke an, damit du immer benachrichtigt wirst, sobald ich ein neues Video hochlade. Und dann freue ich mich darauf, dich im nächsten Video wieder begrüßen zu dürfen. Bis dahin, tschüss!